während Gott und die Welt sich um bekleckerte T-Shirts kümmert und um andere Geschichten, bin ich in der heißen Sache auf die Spur gekommen. Es geht an einem vorbei, wenn man nicht aufpasst. Ja, und dabei geht es um nichts Geringeres wie um die Bargeldabschaffung. So, jetzt war die große Preisfrage, wen fragt man, wo der ganze deutsche Verbrecherstaat ja nur angeblich immer am Lügen ist. Habe ich gedacht, ich frage mal Google, die wissen eigentlich so ziemlich alles. Kam auch tatsächlich was bei raus. Und zwar, das ist ja so ein Gespenst. Man hat ja schon eingeführt die 10.000 Euro Obergrenze. Bedeutet, wenn du jetzt ein Auto kaufst, kannst du die, was weiß ich, 42.000 da nicht mehr bar hinlegen. Ja, du kannst sie dann in 4 Raten hinlegen, a 9.900, ansonsten ist dann meldepflichtig. Ne? Dann hast du gleich Besuch vom Finanzamt, wie sie können sich so ein teures Auto leisten. Was machen sie so beruflich, ne? So. Ja, es, im Grunde geht es um 1.000 Tage. Also man spricht hier so hinter vorgehaltener Hand davon, so irgendwo so 227, 26, 28, so irgendwo in der Kante wird es eine Euro-Digitalwährung geben. Also das ist dasselbe wie Geld, nur dass du eben kein Geld machst. Da hast du so eine lustige Karte und da ist er drauf, dein ganzes Geld. Das Problem, was du mit diesem Geld hast, also vorher hattest du, vor diesem Termin hattest du Geld physikalisch in der Hand, und konntest es in deine Tasche stecken und dafür irgendwelche Sachen kaufen. Das geht dann nicht mehr, das ist jetzt dann viel bequemer. Dann hast du nur noch eine Karte und steckst die in die Tasche. Über die Karte kannst du dann Sachen kaufen. Du bekommst dann eine PIN. Die gibst du dann immer ein und dann kannst du Sachen kaufen. Also so ähnlich wie so eine EC-Karte funktioniert. Das ist ja eine tolle Geschichte. Es gibt nur, sagen wir mal, so wie ich diesen ganzen Laden hier kenne, ein kleines Problem an der ganzen Geschichte. Und zwar erinnern wir uns mal an das Jahr 2000, die große Wende. Ne? Alle Computer bleiben stehen, die ganzen Uhren gehen kaputt, weil die vergessen haben, beim Computer irgendwas zu programmieren im Kalender. Ist auch nicht passiert. Ne? Aber es ist ja trotzdem etwas anderes passiert. Und zwar hat man die D-Mark aus dem Verkehr gezogen und den Euro eingeführt. Langsam und beständig, da ging es los, 2000. Man erinnert sich noch. Wie hat man das denn da genau gemacht? Ganz simpel. Du gehst nach Aldi, machst deinen ganz normalen Einkauf, zahlst bar an der Kasse, das landet in der Kasse. Abends fährt irgendeiner da mit der Geldkassette an der Bank, schmeißt das Ding rein, dann ist das Geld bei der Bank, bei deiner Hausbank, Volksbank, Raiffeisenbank, Sparkasse, was auch immer. Die werden dann aber von der EZB Anweisung haben, das Geld auch wieder digital gut zu schreiben. Das heißt, Aldi bekommt dafür die Gutschrift. Die haben 56.000 Euro eingezahlt. Hier haben sie die Knete, dann ist die auf dem Konto, ist auch in Ordnung soweit. Das Problem ist, die ziehen dann aber das Geld aus dem Verkehr. Das heißt, das geht nicht wieder in den Umlauf, sondern das wird dann verschrottet oder sonst was, was die damit machen. Am Ende werden wir dann alle ohne Bargeld dastehen. Die EZB sagt ja, solange der Bürger Geld benutzen wird, werden wir es nicht aus dem Verkehr ziehen. Allerdings, das kann doch jetzt, das ist ja ein Quatsch irgendwie jetzt, oder? Also es wird immer Menschen geben, die gerne nur Bargeld haben, aber die EZB wird sagen, es sind jetzt aber mittlerweile so viele, die nur noch digital zahlen, das lohnt sich nicht mehr. Das müssen wir jetzt ziehen wir es aus dem Verkehr und dann müssen die paar, die immer rumknöttern, in den sauren Apfel beißen, das auch mal. Die paar werden dann ungefähr 60 Millionen sein, die dann relativ ungefragt ein riesengroßes Problem bekommen. So, jetzt kommen wir mal zu einer zweiten Geschichte, die deutsche Schattenwirtschaft. Oh, um Gottes Willen. Es gibt kleine Schattenwirtschaften, ne? Peter Müller-Meyer, der schwarz tapezieren geht oder irgendwo im Bad ein paar Fliesen legt für 500. Es gibt aber auch hier so Panama Papers und solche Sachen. Also jeder hat so seine Hobbys, fertig. Wir haben nur ein kleines Problem und da möchte ich mal darauf hinweisen. Sobald das digitale Geld da ist, also im Prinzip alle gezwungen werden, mit einer EC-Karte zu bezahlen, ab da wird es den großen Manitou geben, der da oben sitzt und über uns wacht. Und dieser Manitou heißt Bundesfinanzminister und die untergebenen Finanzämter. Die sind ja auch sehr charmant. In Holland ist es zum Beispiel so, wenn du
Steuerschulden hast, wenn du deine Kfz-Steuer nicht bezahlst, wenn du irgendwelche Strafen offen hast, dann gibt es eine allgemeine Verkehrskontrolle. Du wirst meinetwegen irgendwo auf einer Autobahn in Holland angehalten, mitten in der Nacht, dann holen die einen Abschleppwagen, dann hast du 3 Tage Zeit, dein Auto auszulösen gegen diese offenen Schulden, ansonsten wird dein Auto verkauft. So machen es fremde Länder und die sind noch gar nicht mal so weit von uns entfernt. Unser großer Manitou wird so einen großen roten Knopf haben, der ist dann direkt mit deinem Konto verbunden und wenn der da drauf drückt, ist Sense. Das ist das, was kommen wird. Stellen wir uns mal so diese Horrorszenarien vor. Wir hatten ja verschiedene Geschichten, Watergate, das deutsche Watergate, der NSU-Komplex. Ja, Menschen, die sich in den Kopf schießen, obwohl sie alle tot sind, irgendeiner steckt sogar ein Wohnmobil noch an. Also es passieren ja die ulkigsten Sachen. Und ja, da wird der komplette Tatort gesichert, egal, auch wenn durchlöschen, durch die Spuren verwischt werden und von links nach rechts, es ist egal, die Karre wird aufgeladen, das kommt ihr woanders hin, Hauptsache keine Presse dabei. Also wie gesagt, das deutsche Wort, das war schon eine gute Geschichte. Wie soll das dann später mit der, nennen wir mal Schwarzarbeit hier eigentlich funktionieren, also oder Gehilfte? Was ist mit Transparenz? Das bedeutet also, heute kannst du hingehen, nimmst dir einen Fuffi, gehst bei Beate in eine Use und sagst, pass auf, ich brauche hinten was für einen Arsch und irgendwas, was ordentlich knattert und Strom vorne drauf macht. Ne? Ich habe Bock zu kommen. Das geht nicht mehr. Das heißt, diese gesamten Transaktionen, die wirst du schlecht in Kartoffeln oder in Apfelstrudel bezahlen können, sondern die wird halt nur noch digital bezahlt. Und das bedeutet, ab da ist der Mensch, also der deutsche Bürger, ein guter deutscher Bürger, dem man jederzeit den Saft abdrehen kann, jederzeit gucken kann, wer hat wann, was, wo gekauft, wieso, warum, was machen sie mit dem Rappelding im Arsch, ne? Sie sind auch Single und darum geht es jetzt auch nicht, sondern unser Staat, NSU-Komplex, die haben ja die lustigsten Sachen. Ne? Es werden Firmen zum Verein erklärt. Opposition darf angespuckt getreten, als Nazi beschimpft werden, weil es im Namen der Gerechtigkeit des Guten ist. AfD, da darf man das machen. Würden die das tun, sind es Nazis, ne? Gefährlich. Müsst ihr aufpassen, ne? Mit den scheiß Nazis, ne? Nazis, ich glaube, da hinten drin schon wieder einer. Was aber passieren wird, ist ja Folgendes. Diese digitale Währung bietet ein irres Spielfeld für völlig irre durchgeknallte Leute. Nehmen wir mal zum Beispiel den Verfassungsschutz. Ne? Es wird geschützt auf Teufel komm raus. Da werden sogar die Möbel abgeholt. Die scheiß rechten Terrormöbel, der Bürostuhl beim Elsässer und all solche Sachen. Man kann wirklich nur drüber lachen. Aber stellt euch mal vor, es ist Demo in Berlin und die Menschen, die gerne zu solchen Demonstrationen fahren, Antifanten, ne, also die Tierschutz, die linksfaschistische Tierschutzorganisation Antifant oder der rechte Klüngelpöbel. Und irgendwie in Berlin hätten die keinen Bock auf diese Nummer. Die würden dann sagen, ach komm, die nerven wieder, ne, die einen schreien, die anderen buhen und unsere Polizisten müssen sich da wieder in der Mitte mit denen da rumzanken. Ne. Gott sei Dank kann man sich auf Wiese nicht ankleben. Ne. Ich überlege mal, die würden sich alle mal ankleben. Ne. Und dann drücken die auf den Knopf und dann fährst du nirgendwo hin, weil du deine Barkarte nicht bezahlen kannst. Oder weil deine Karte räumlich limitiert wird auf den Umkreis von 50 Kilometer von deinem Wohnort, weil man einfach sagt, ja, der kann nun zur Arbeit fahren, der kann tanken, der kann einkaufen. Der merkt das ja noch nicht mal. Der merkt das erst, wenn er etwas bezahlen will und es nicht funktionieren wird. Und dann steht er an seinem Bahnhof und bis der das geschissen gekriegt hat, sein scheiß Ticket für Berlin zu buchen und zu bezahlen, ist der Zug weg und die Demo läuft und der ist nicht da. Ist doch cool. Das ist die Gefahr, die an solchen Sachen dranhängt. Das ist auch der Grundgedanke, von dem ich ausgehe, dass es so ist. So, nehmen wir mal den Petrodollar. Das ist auch so eine Geschichte. Alle Kriege dieser Welt wurden im Namen der Gerechtigkeit geführt. Alle Kriege dieser Welt wurden nur wegen rein humanitären Friedenszwecken und zur Befreiung des unterjochten Volkes in den jeweiligen Ländern geführt. Saddam Hussein, der hat so mit Biowaffen gespielt und mit Atomen. Gut, hat sich hinterher als Fehler herausgestellt, aber der war trotzdem tot. Ne? Eine der Geschichten, also es gibt zwei Geschichten, eigentlich gibt es sogar drei mittlerweile.
Die bösen Mächte dieser Welt gründen gerade eine eigene Währungsunion, zum Beispiel Russland, Brasilien und solche Geschichten. Dann haben wir unseren europäischen Wirtschaftsraum, EU, wir haben auch den Euro, der ist auch weltweit anerkannt, also fast überall, außer in Schurkenstaaten. Und dann haben wir noch den Dollar. Und der Dollar ist eigentlich die weltweit regierende Währung. Während wir die EZB haben, die ganz komische Sachen mit irgendwelchen Digitalkarten machen könnte, beziehungsweise die über- oder untergeordneten Behörden und Instanzen, könnte der Ami einfach auf die Idee kommen und sagen, komm, ich mache heute Geld mal billiger. Ich senke den Leitzins für den Dollar. Ganz einfach. Der sagt einfach, komm, mach mal 3% weg. Und da kaufen die im Prinzip, jetzt stell dir mal vor, du kaufst in irgendeinem fernen Schurkenstaat Anteile an einer Ölraffinerie. Die kostet 100 Milliarden. Oh, das ist aber eine Menge Ehre, ne? 100 Milliarden. Aber stell dir mal vor, das müsste in Dollar bezahlt werden. Da der Dollar eben ein Petrodollar ist, also abhängig ist vom Öl, ne, also der Wert des Dollars richtet sich ja nicht nach Maisanbau, sondern da sind ja andere Parameter drin. Und die würden sagen, komm, wir machen das heute mal 2% billiger, rechnen dir das mal aus, wie viel 2% von 100 Milliarden sind. Oder die haben Lust und sagen, komm, lass uns mal 5% machen. Oder wir machen eine Weltwirtschaftskrise. Wir fahren das Ding so weit runter und gucken mal, was die Inflationsspirale sagt. Es passiert ja immer dasselbe. Wenn Inflation ist, hast du ja das Problem, dass das Geld auch auf deiner digitalen Karte dann nichts mehr wert ist. Also gehst du hin mit Muttis Schmuck in eine Pfanne, ne, oder Tauschgeschäfte, ne, tausche Plasmabildschirm 62 Zoll gegen zwei Sack Kartoffeln. Ich meine, solche Sachen hatten wir ja schon ein bisschen her, aber das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Aber was die davor haben, ist schon beachtlich. Nennen wir das mal ruhig, das Kind beim Namen, es ist tatsächlich beachtlich. Ja, es wird viele Steuerschurken erwischen. Manche sitzen ja schon im Knast, ne? Schubeck, ne? Mensch, Alter, mal vor uns. Der Schubeck, ne? Einst reich und gut bekocht, sitzt er heute in seinem Sünderloch, ne? Der Schubeck. Auf gut Deutsch, jetzt mal unpolemisch, unsatirisch. Danach sind wir alle im Arsch. Wenn der Ding kommt, sind wir alle im Arsch. Es wird sich wieder einen Weg finden, aber schwierig. Wir erinnern uns mal, es gibt gerade eine Auktion. Es werden 50.000 beschlagnahmte Bitcoins von den Finanzbehörden gerade versteigert. Die stammen von irgendeinem Filmportal damals. Da haben sie die ganzen Bitcoins eingesackt. Die sind natürlich heute relativ viel wert. Geschätzter Wert, glaube ich, 750 Millionen, sowas in der Kante. Davon sind, glaube ich, noch 11.000 da. Der Rest von diesen Bitcoins ist schon verkauft worden. Das ist also auch diese Steuer- und Geldflüchtlinge oder diese Leute, die einfach sagen, ich habe totale Lust, mein Geld selber zu verwalten und lege es in einer Währung an, die eigentlich nicht greifbar ist. Die sind heute auch nicht mehr geschützt. Also auch Bitcoins können heute gefändet werden, eingezogen werden etc. Ne? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ob man demnächst mit Muscheln bezahlt oder Kokosnüssen oder selbstgedruckter Währung. Wir werden auf jeden Fall werden wir dabei sein. Und schön nochmal ins Auge fassen. Wir sind Ende, also Mitte 2024. Der Spaß fängt so irgendwo 2026 an und so 2028. Bis dahin ist die erste Empörungswelle durch, bis dahin sind die ganzen Kritiker still, bis dahin sind die Sachen umgesetzt. Viele werden dann, das deutsche Propaganda-Fernsehen wird da wieder jeden Abend darauf hinweisen, dass in Australien heute sehr warm war und dass es in Kanada viel geregnet hat, denn Klima ist wichtig. Und im Internet wird ein bisschen rumgemotzt. Dann kommt ein SEK und holt die Möbel ab, wenn du zu laut wirst, die Nachbarn gestört hast. Ja, und dann wird das einfach umgesetzt. So wird's kommen. Euer Knacksack, macht euch mal Gedanken darüber. Ihr seid im Arsch. Nicht nur ich, wir alle.